So. Ja, wieder so richtig ordentlich hier. Heute mit Federtaschen, Accessoires und Bleistifte, weil ich halt noch am Line Array Plan bin. Einen wunderschönen guten Morgen, erster Clip von meiner Abschlussprüfung. Ich werde jetzt die Action Cam aufhängen fürs Timelapse, für meine Präsentation später. Und es ist scheiße kalt. Wir sehen uns später. So, Veranstaltung lief. Wir sind mit dem Abbau durch. Entschuldigt, dass jetzt zwischendurch jetzt nicht so viele Zwischenmeldungen kamen, einfach keine Zeit gewesen. Aber ich kann euch mal ein paar Dinge vielleicht einblenden, wenn ich das darf. Ich werde nochmal die Kunden fragen, ob das für die klar geht. An sich, Prüfung lief ganz gut. Das war jetzt die praktische, der erste Teil der ganzen Prüfung. Jetzt folgt die Dokumentation, das Fachgespräch und noch die theoretische Prüfung im Mai. Und dann soll ich irgendwann eine ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik sein. Wir laden jetzt den ganzen Bums noch ein, fahren dann zurück in die Firma und dann ist für mich erstmal wenigstens noch ein paar Stunden Wochenende, bis der morgen Schule wieder anfängt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Nico. Die Videos von gerade eben, die ihr gesehen habt, die waren von meinem Abschlussprojekt. Und ich habe die Kunden nicht mehr fragen können, ob ich irgendwelche Videos oder Fotos davon einblenden darf. Bevor ich irgendwelche Probleme hier mit Urheberrechten bekomme und so weiter in Privatsphäre, habe ich es dann doch lieber gelassen. Nur kurz nebenbei, die Prüfung lief sehr gut, das praktische Projekt. Jetzt folgt halt die Dokumentation, die schriftliche Prüfung, das Fachgespräch. Habe ich noch was vergessen? Ja, und die Präsi. Das wird nochmal ziemlich, ziemlich heftig. Aus diesem Grund kommen auch erstmal so das erste Halbjahr viele Laber-Videos oder viele Videos, die nicht so extrem aufwendig sind, die mehrere Tage, Wochen in Anspruch nehmen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, wegen der Prüfung. Aber ich glaube, da habt ihr Verständnis für. Wir machen das heute ein bisschen zwiespaltig. Und zwar werde ich ein paar Fragen von YouTube beantworten. Und ich habe gerade eben bei Instagram eine Story hochgeladen, wo ich gesagt habe, von wegen, ihr habt jetzt die Chance, mir über die Story Fragen zu stellen. Und da kamen erstaunlich viele Fragen und werde natürlich nur einige nehmen. Also innerhalb von wenigen Minuten, Stunden, wo ich das gemacht habe, kam über Instagram schon eine ganze Menge rüber. Fand ich sehr cool. Ich würde sagen, wir starten zuerst mit den Fragen von YouTube und dann gehen wir auf Instagram. Hi Nico, meine etwas andere Frage. Wenn ich mich recht erinnere, bist du jetzt dann fertig mit der Ausbildung, oder? Meine Frage ist jetzt im Nachhinein, ob du die Ausbildung gerne bei großen Unternehmen gemacht hättest. Also wenn man den Standort der Unternehmen und auch die Kollegen mal ignoriert. Klar ist Edelmann auch nicht wirklich klein, aber ich meine mit groß eher so etwas wie RainAid oder Crystal Sound etc. Hoffe, du verstehst die Frage. Ja, ich verstehe die Frage. Ich versuche es mal ganz kurz und knapp zu beantworten, weil da könnte man nämlich eine ganze Weile drüber reden. Ich bereue es keinesfalls, dass ich bei Edelmann die Ausbildung gemacht habe in einer kleineren Firma, weil in großen Firmen wirst du nicht wirklich ernst genommen meistens, in großen Firmen hast du nicht wirklich viel zu sagen, in großen Firmen wird dir nicht wirklich viel beigebracht, da bist du einfach nur ein Bestandteil einer sehr großen Firma. Und in großen Firmen ist es so, dass das dann nicht allzu viel Wert auf Arbeitszeit und dann sämtliche Gesetzgebungen Wert gelegt wird. Das musste sein. In kleinen Firmen musst du ein Around-Talent sein. Du musst Licht, Ton, Rigging, das alles können und sogar manche Bürobestandteile. Was in großen Firmen nicht so ist. Hast du ein oder höchstens zwei feste Bereiche, in denen du dich bewegst. In kleinen Firmen lernst du deutlich mehr kennen und wirst auch mehr geschätzt. Deswegen kann ich dir wirklich nur empfehlen, also wenn du jetzt die, sag ich mal, die Möglichkeit hast zwischen einer Riesenfirma und einer mittelgroßen Firma, nimm die mittelgroße. Es ist nicht bei allen Firmen so, wie ich es gerade beschrieben habe, aber das sind meine persönlichen Erfahrungen und auch Kenntnisnahmen von Erzählungen von anderen Leuten. Hi DL Artsteiger, was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen einem Mikrofonkabel und einem Boxenkabel? Beides XLR. Welchen Querschnitt benutzt ihr bei euren Kabeln? Danke für deine Antwort. Der Unterschied zwischen DMX-NF-Kabeln und Boxenkabeln, beides XLR, ist wie folgt. Zuerst, XLR ist bei passiven Lautsprechersystemen mittlerweile verboten worden, weil die damals mit Mikrofonkabel verwechselt wurden und dementsprechend die Kabel sehr heiß wurden. Denn DMX und NF-Kabel sind reine Signalkabel, über die maximal bei DMX 5 Volt gehen und bei NF in der Regel 0,775 Volt 0 dB. Das heißt, der Querschnitt ist extrem dünn und braucht auch nicht dicker sein. Das ist einfach Materialverschwendung und einfach unnötig schweres und sperres Kabel. Deswegen ist der Querschnitt meistens bei DMX-NF-Leitungen zweimal, ich glaube genau 0,21 und 0,22 Quadratmillimeter und halt plus Schirm. Und bei Lautsprecherkabeln gehst du eigentlich im professionellen Bereich erst ab 2,5 Quadrat los bis 4 Quadrat eben. Manche gehen auch auf 0,75 Quadrat, manche gehen auch auf 1,5 Quadrat, halte ich aber nicht viel von, weil du kannst nicht viel Leistung durchschicken und halt keine langen Strecken bewältigen. Also der große Unterschied ist der Querschnitt. Und wir benutzen, also ich habe bei mir nur Neutrik und ein Neutrik-Stecker und Sommerkabel und habe da 2,5 Quadrat. Vierpolig übrigens,
vierpolig. Ganz wichtig. Also ich habe nur vierpolige Kabel, alles andere macht keinen Sinn. Hey Nico, ich wollte mal fragen, wie du als Tontechniker angefangen hast. Also ob du nach der Schule da reingerutscht bist oder direkt Toningenieur studiert hast. Du machst echt tolle Videos und mach weiter so. Also erstmal danke für das tolle Lob, dass ich tolle Videos mache. Coole Sache. Nein, ich bin nicht da reingerutscht. Also ich habe auch nicht Toningenieur gelernt, weil das ist ja ein Studium, was auch manchmal sehr kostspielig sein kann. Kommt drauf an, wo man es macht. Ich wollte es von klein auf machen. Ich war mit 3 Jahren habe mich mit drei Jahren auf einen Hocker gestellt und habe am Lichtschalter im An ausgeknipst und habe damit meine Eltern genervt. Von da an wollte ich irgendwas machen mit Lampen, Ton, was weiß ich, ja, und habe das immer weiter gemacht, habe dann irgendwann DJ gemacht, einfach nur, weil ich eine Anlage hatte und Geld verdienen konnte damit und es halt ein bisschen Spaß gemacht hat, aber so wirklich meins war das nicht, weil ich halt kein DJ bin. Und dann hat sich halt immer weiter spezialisiert, ne, bis ich halt irgendwann, weiß ich nicht, schon mit 12, 13 gesagt habe, ich will Fachkraft für Veranstaltungstechnik werden. Hab nach der Schule, nach der Realschule mein MSA gemacht direkt und bin dann zu Edelmatt. Ja, also ich hatte davor ein paar Praktika im Theater Potsdamer Platz unter anderem, immer in das Songstheater und solche ganzen Geschichten und hatte dann EQ bei Edelmatt gemacht und dann danach direkt die Ausbildung. Also mein EQ wurde sogar verkürzt, eine Einstiegsqualifizierung. Und seitdem bin ich bei Edelmatt. Sehr zufrieden und glücklich und ja, also ich bin da nicht reingerutscht. Ich wollte von Anfang an und war schon immer Techniker und werde auch immer Techniker bleiben. Auch wenn ich vielleicht irgendwann mal was anderes machen werde, trotzdem an sich bin ich immer Techniker. Soundcraft SI Impact als Alternative zur NNTs Q32 sind ja beide eher im unteren Preisbereich. Kurze und schmerzfreie Antwort. Nein, keine Alternative. Ich habe mit beiden gearbeitet, mit Soundcraft und mit Q und Q ist meiner Meinung nach, es gibt bei Facebook, hat Voss damals schon erzählt, es gibt bei Facebook in den Gruppen immer riesen Streitereien und das ist besser und das ist besser und ich weiß es besser und du hast keine Ahnung. Das geht so weit damit, also so weit, dass ich echt das Kotzen kriege. Deswegen sage ich jetzt nur meine Meinung, sie ist nicht verbindlich und kauft euch, was ihr wollt. Ich finde die Soundcraft-Pulte nicht gut. Sie frieren ein und sie sind nicht so benutzerfreundlich wie die Q-Serie. Und die meisten Modelle, ich glaube sogar alle der SI-Performer und so weiter, haben nicht mal die Möglichkeit, per Cut eine digitale Stagebox anzuschließen. Das heißt, ich bin immer gezwungen, ein großes, schweres Multicom mitzuschleppen. Also meine Empfehlung, wenn man die Wahl hat zwischen Soundcraft und Q, nehmt die Q. Verdammt benutzerfreundlich, Einzelspur-Recording, sie macht super Spaß, sie ist ultra easy, hat alles drin, ihr habt eine RTA, ihr habt einen grafischen Equalizer drin. Was wollt ihr mehr? Geiles Pult. Moin Nico, ich hoffe du liest dies. Natürlich mein Freund. Was hältst du von horngeladenen Bandpass-Subwoofern für House, Elektro allgemein, Black and Hip-Hop? Auch kurze, knappe Antwort. Hornbässe fand ich damals geil, braucht man nicht. Hornbässe sind für mich irgendwie nur Zweitongeneratoren, weil die sind meistens nur auf einer Frequenz abgestimmt und klingen eben dementsprechend nur auf den ihrer Oktaven gut. Es gibt Hornbässe oder Hornhybride, wie den SP18 zum Beispiel. Die können auch ein durchaus breites Frequenzspektrum abspielen und der Vorteil an manchen Hörnern ist, dass sie ein bisschen weiter schießen. Aber Problem ist das auch, dass die halt manchmal, also oft ein größeres Gehäuse in Anspruch nehmen und deswegen, ich bin der ganz normale Butterflex-Typ oder ich nehme die Bässe, die am geilsten klingen, die super schnell sind und viel und einen hohen Wirkungsgrad haben. Wenn es um geilen Bass geht, dann wähle ich den Paveo 118 von Voice und fertig ist. Also ich brauche kein Horn, finde ich in der heutigen Zeit oder allgemein nicht nötig. So, jetzt haben wir die ganzen YouTube-Dinger, die ganzen YouTube-Fragen abgegessen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die Instagram-Fragen, die ihr mir geschickt habt. Und zwar haben wir einige auf meine Story reagiert. Und das Ganze wollen wir uns doch jetzt mal anschauen. So, hier fragt jemand, hey Nico, was hast du für einen Abschluss? Hast du Tontechnik, Toningenieur studiert oder etwas Kompliziertes anderes erlernt? Kompliziertes? Und wie bist du zu Edelmatt gekommen? Mach weiter so, du machst super informative und hochwertige Videos. Viele Grüße. Vielen Dank dafür für das Lob. So eine ähnliche Frage hatten wir heute schon. Ich habe einen ganz normalen MSA und bin wahrscheinlich im Juli eine ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ich bin gerade in der Prüfungszeit. Ich gehe davon aus, dass ich es schaffe. So eingebildet das auch klingen mag, aber das denke ich, dass es klappt. Und dann bin ich eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ich bin nur halt im Tontechnikbereich sehr fit im Gegensatz zu den anderen Bereichen, was die Veranstaltungstechnik bietet. Deswegen behandle ich halt viel über Ton, aber Toningenieur bin ich nicht, nein. Ach so, das sind ja direkt 2 Fragen, Schlingel. Wie ich zu Edelmatt gekommen bin. Ich habe mich halt irgendwie bei 50 Firmen beworben. Edelmatt sagte, ja komm, wir probieren es, machen EQ. Bin bei Edelmatt geblieben, fand's geil. Ja, so bin ich dann gekommen. Ziemlich unspektakulär, aber froh, dass es so passiert ist. Der nächste fragt, was ist dein Lieblingstonpult? Habe ich auch zurückgeschrieben, wird beantwortet. Mein Lieblingstonpult ist definitiv die L&T's D-Live.
Ob jetzt die S3500 oder die S7000 sind halt einfach nur verschiedene Größen und ein verdammt geiles Pult. Also nur L&T's, finde ich, schafft es, das Menü unglaublich benutzerfreundlich zu machen und einfach nur, das Ding macht Spaß. Du bist schnell unterwegs, du kannst schnell dein Setup einstellen und machst das Pult nicht erstmal an und es ist erstmal dumm. Du hast alles schon vorprogrammiert, du kannst auch eigene Dinge programmieren. Einfach dieses Drag-and-Drop-System für die Fader, für die Belegung hat irgendwie nur L&T's. Super geil, super innovativ. Ich will nichts anderes mehr. Ich habe auch schon DJ-Co gehabt. Ja, ich habe auch, also nicht groß im großen Rahmen, ich war mal kurz davor, aber ich habe auch mit der LS9 gearbeitet und fand es jetzt nicht so ein Brüller. Und halt Soundcraft und ich finde L&T's Bombe. Dass Jule mir mal eine Frage stellt, unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Was war der Auslöser für dich, mit YouTube anzufangen? Habe ich auch geschrieben, wird beantwortet. Der Auslöser war Fossi. Ganz klar Fossi. Der Gründer eigentlich, der in Deutschland diese ganze Filmerei mit Scheinwerfern, Tontechnik und all so ein Blödsinn ins Leben gerufen hat. Das steht auch bei mir in meinem Kanal, in meiner Kanalbeschreibung, dass ich damals LR-Check entdeckt habe und habe mir gedacht, sowas will ich auch machen und deswegen habe ich angefangen. Das ist der Grund. Und heute mache ich auch Comedy-Videos unter anderem. Also mein Zweitkanal geht gerade ziemlich gut nach oben, obwohl nicht mal viel online kommt. Finde ich sehr geil. Das war so der Auslöser und heute mache ich halt, versuche ich mich so im Veranstaltungstechnik-Bereich, sage ich mal, nach vorne zu schlängeln. Fenderfreak Finn fragt, was sind deine Lieblingsmikrofone? Meine Lieblingsmikrofone, da habe ich ein sehr weites Spektrum. Es kommt auch mal drauf an, für was. Für live einfach nur Kabelmikrofon, für Jazzsängerin Neumann KSM-105. Scheiße teuer, man muss mit umgehen können, weil es eine, ich glaube, das ist eine super Niere. Aber der Sound ist, Alter, das ist so ein hammergeiles Mikrofon. SM58 kennt jeder, klingt dumpf, aber ganz ehrlich, SM58 ist ein Panzermikrofon, kriegst du nicht kaputt, du kannst mit dem Teil Leute totprügeln, also und dem Mikrofon geht's gut. Das ist halt das bekannteste und beste, was es gibt. Ich habe selber zwei Stück hier. Und ja, pass auf, dann habe ich hier einen Allrounder, den finde ich auch sehr geil. Also SM58 war ja gerade Thema, aber SM57, gleiche Kasten wie S58, hat nur keinen Korb. Also wenn ihr ein Mikrofon haben wollt, was irgendwie fast alles kann, dann nehmt ihr das 57. Du kannst es an eine Snare hängen, du kannst es an eine Kick hängen, du kannst es an eine Tuba hängen, an eine Trompete, sogar über ein Piano funktioniert das. Also 57 ist ein schöner Allrounder. Dann mag ich sehr gerne das AT4040. Das habe ich hier, das ist mein Großmembranmikrofon, mit dem ich halt immer die Voice-Overs mache und andere Dinge aufnehme. Das 4041 für Overhead-Sachen. Neumann KM184 ist auch ein schönes Teilkondenser-Mikrofon. Schuhebilder 87, also hat auch den Spitznamen Schuhe 87, weil es ein bisschen die Zischlaute hochpitcht, aber also nicht hochpitcht, anhebt. Achso, und Bassdrum-Mikrofon Audix D6. Audix D6, verdammt geiles Bassdrum-Mikrofon, würde ich mir mal wieder kaufen. Ich habe jetzt kein eigenes, aber würde ich mir gern kaufen. Es ist so geil, dass das mal jemand geschrieben hat. K-O-N-D-I, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, was weiß ich. Der schreibt, wieso ist Yamaha zu dumm für übersichtliche Menüführung in Digis? Ich habe jetzt keinen Angriff gegen Yamaha gemacht, aber ich sehe es genauso. Ich habe mit Yamaha nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also viele feiern die CL-Serie. Sie mag ja gut klingen und ganz gut sein, aber für mich ist sie einfach zu kompliziert. Nicht, dass ich damit nicht umgehen könnte, aber ich finde sie zu umständlich. Warum soll ich den Pult umständlich programmieren, damit man ewig braucht? L&T's D-Live, baff, 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 fertig, läuft, wunderbar. Und das Routing geht auch super schnell, weil Yamaha muss erstmal durch überall durchklicken. Also ich mag ich auch nicht. Wie viele mir Dinge geschrieben, das Video wird schon viel zu lang. Dot 2, hot or not? Not. Zumindest als sie rauskam. Jetzt kann ich sie nicht mehr beurteilen, ich bin kein Lichttechniker, aber als sie rauskam, war sie einfach nur unverschämt teuer. War extrem eingeschränkt zur normalen Light. Man konnte keine eigenen Fixjust erstellen und man hatte nur vorgefertigte Effekte, man konnte keine eigenen Dinge tun und das finde ich ziemlich kacke. Ob es immer noch so ist, ich weiß es nicht, aber damals, als sie rauskam, fand ich sie kacke. So, eine Frage beantworten wir noch, jetzt, ich kann gar nicht mehr, von MMSK Veranstaltungstechnik. Moin, was ist deine Lieblingsfirma im Low-Budget-Bereich, PS fürs Video? Da habe ich geschrieben erstmal, Leute, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellt, dann bitte genaue Angaben. Es gibt auch mal wieder Leute, die sagen, ja, ich brauche eine Anlage für 200 Euro, was kannst du empfehlen? Was für eine Anlage? Eine Sprengleranlage für 200 Personen, für 1000 Personen, Bass, Top, Passiv, Aktiv. Ihr müsst mir noch mehr, ich kann da nicht irgendwie zaubern. Ne? Es gibt ja auch Kunden, die kommen zu unserer Firma und sagen, ja, ich brauche eine Anlage, was kostet denn das? Dann sage ich, natürlich nicht, aber ich denke mir mal, was willst du denn haben? Einen 5 Zoll Lautsprecher oder willst du ein dickes Line Array haben? Ne? Das ist immer genau das Gleiche.
Aber er möchte es für Veranstaltungstechnik bzw. Licht wissen. Ich habe nicht wirklich eine Lieblingsfirma, weil mich Licht nicht so interessiert wie Ton. Ich würde sagen, dass in Sachen Moving Heads Robe extrem aufgeholt hat und Martin immer schlechter wird. Ich finde Hayspace und Smoke Factory verdammt geil. Solche Geschichten eben und sonst, ja, MA ist einfach nur überteuert. Wobei die MA-Dimmerkisten verdammt gut sind. So, das war's aber mit dem heutigen Video und eins noch wollte ich sagen. Flickflack hat mir verdammt gut gefallen. Ich werde mal versuchen, mit denen nochmal in Kontakt zu treten, dass ich da hinfahren kann und für euch meine erste Folge von Hinter die Kulissen oder wie ich es auch immer nennen werde, filmen kann und das vielleicht auch in mehreren Projekten durchführen kann, dass man wirklich euch man zeigt euch, wie der technische Aufwand hinter diesen riesen Shows ist. Das würde ich sehr gerne machen. Denn ich war nämlich zum zweiten Mal Flickflack. Ich war bei der letzten Vorstellung in Berlin oder bei allgemein letzten Vorstellung von Höchststrafe und Mann, war das geil. Ich war zum zweiten Mal da und es war nicht langweilig. Also Flickflack. Dass ich so bombe. Echt, das macht Spaß so zu gucken. Das war voll geil. Ich war auch mit einem Kumpel da, der fand das auch total super. Das Einzige, was nicht so geschockt hat, war wie gesagt das Bose Line Array. Ich hoffe, die nehmen mir das nicht übel, die Techniker von denen, aber das Bose Line Array fand ich jetzt nicht so rosig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn du mir eine Frage stellen willst, dann poste das unter dieses Video und immer unter die letzte Frag-Nico-Folge. Oder halt nächstes Mal darauf achten, wenn ich bei Instagram, übrigens Instagram auch, Link in der Beschreibung, wieder irgendeinen Aufruf mache von wegen, jetzt könnt ihr mir Fragen stellen, jetzt werde ich sie rannehmen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.